Natürlich ist für jeden von euch Yoga etwas anderes. Und deshalb an euch die Frage, wer schon praktiziert, warum ihr Yoga macht oder warum ihr euch dazu entschlossen habt oder was gibt euch das, wenn ihr praktiziert? Wer schon übt und praktiziert? Ja. Das Bildnis. Ja. Also Körper, also für die Gesundheit, denke ich ja, glücklicher. Also das ist so schwer, mich selber dazu zu zwingen, ja, organisieren, dass ich das also für mich allein mache. Ja? Aber wenn ich das gemacht habe, das ist ganz andere Sache. Also das ist ein, ich fühle mich einfach, ich gehe nicht die Fliege, ich fühle mich sehr gut in dem Tag, wo ich selber Yoga gemacht habe. Also wo die Yoga, der Tag beginnt mit Yoga. Ganz praktisch. Okay. Ich bin noch nicht so weit, dass ich jetzt geistlich so mache. Also für mich ist es so, die innere Ruhe finden, Ausgeglichenheit, aber auch Spaß und wirklich auch so das Auspowern, also schon wirklich aufs vielleicht den sportlichen Aspekt, den brauche ich schon auch. Ja, und schon auch so dieses Leckend Ausgleich, Stressabbau, ja. Ne, so für die Psyche einfach. Okay. Ja, also ich brauche es auch, einfach. Ich hab irgendwann mal damit angefangen. Wahrscheinlich wie viele, man ist neugierig, es ist halt Modetrend, so vor, aber ich rede wirklich vor 15 Jahren jetzt, ja. Habe irgendwann mal damit angefangen und habe sehr, sehr schnell festgestellt, wie gut es mir tut. Also nicht langsam, wie bei anderen Sportarten, sondern war sofortige Wirkung eigentlich da. Ich würde mich insgesamt auch als ruhiger bezeichnen. Früher war ich sehr temperamentvoll, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das würde ich jetzt nur noch manchmal damit sein muss. Ja, also es tut mir einfach gut. Und ich brauche es halt auch beruflich, ehrlich gesagt, weil ich Übungen brauche, die hier alles aufmachen, die Hüfte geschmeidig machen. Einfach ein gutes, entspanntes Körpergefühl brauche ich auch einfach für meinen Job. Denn die Übungen, die ich in meiner Akademie gelernt habe, sind als Yoga angelehnt. Ja, also ich bin Sprecherin und bevor ich ins Tonstudio gehe, muss ich sowieso mindestens 2 Stunden Aufwärmprogramm machen. Und da ist Yoga oder Yoga-Elemente zumindest dann in Verbindung mit Sprechübungen sowieso mit dabei. Also ich brauche es auch beruflich. Ob ich jetzt immer Sprechübungen kombiniere oder nur Yoga mache, ist dann bei mir auch egal, weil einfach der Effekt der gleiche ist. Ich brauche einfach das Ziel vorm Sprechen. Mein Körper muss komplett entspannt und geschmeidig sein. Und dann funktionieren auch die Stimmbänder. Denn das merke ich dann halt auch. Wenn ich zum Beispiel jetzt mal eine Woche kein Yoga mache, dann rosten auch meine Stimmbänder ein. Ja, ist ein guter Beitrag. Das ist schon plausibel. Ja. Ja. Wird schon so sein. Ja. So weil es alles vernetzt ist. Eine Art Vorbereitung. Ja, klar. Richtig. Klar. Weil auch diese ganzen Stimmbänder halt vor allem mit dieser Brustmuskulatur und auch hier mit diesem alles vernetzt ist. Und wenn ich da immer dieses Dehne und immer dieses Ausrechnen... Ich versuche morgen noch ein paar andere Sachen zu geben, die dann auch für Schultergürtel dann abgeben. Ja, genau. Also das ist hier für mich, hier für meinen Job, der ganz wichtige Bereich hier, der ganze Schulterbereich. Ich sage dir gleich, warum. Okay. Julia, vielleicht noch? Ich habe es erstmal jetzt nur für mich als Ausgleich zum Nachtdienst und zum Kind zu Hause. Wir haben mit Nachtdienst angefangen und ich schaue, wo es hingeht. Ich bin noch offen für alles. Also man kann so sagen, jeder hat eine individuelle Betrachtungsweise und die Gründe sind etwas verschieden, warum man das Yoga macht. Die Aspekte. Und man erreicht dadurch, oder jeder hat sich andere Ziele gesetzt, die er mit dem Yoga dann erreicht. Also die Ziele können dann Entspannung sein, Kraft aufbauen, Spaß auch sein, bestimmte Entwicklung, dass man sieht, ich arbeite mit dem Körper, es verändert sich was. Und ich erreiche bestimmte Ergebnisse, natürlich als Ausgleich. Aber bei dir ist es so, wenn du Sprecherin bist, ist es, morgen werden wir noch näher eingehen darauf, das ist die Vishuddha Chakra, also die obere Chakra, durch die du aktiv bist. Und dadurch ist es dann so, dass du da ziemlich viel Energie verlierst. Und das kann wahrscheinlich auch sein, dass hier diese Muskeln sich verengen. Da ist eigentlich dann Energiemangel dadurch. Und man müsste die Energie wieder aufbauen, nach oben befördern, beziehungsweise durch den Körper schieben, sagen wir mal so, durch die Asanas, weil das ist ja nichts anderes wie Energie durch den Körper schieben und nach oben befördern. Und dann durch das Yoga hast du oben mehr Energie
die dann ansonsten, wenn man jetzt neigt, alle 10 Minuten zum Kühlschrank zu rennen, so ich übertreibe das, dann ist die ganze Energie hier im Bauchbereich, in der Manipura-Chakra. Und wird dann dazu verbraucht, die Lebensenergie, um Essen zu verdauen, umzusetzen. Und da verliert der Mensch. Dann hat er hier nichts, dann kann er kein guter Sprecher sein. Also er muss schon die Energieverluste irgendwo einnehmen, und um hier genug Energie dann zu haben, um mit dieser Energie zu wirken. Das ist jetzt eine der Methoden oder eine der Sinne, die jeder angesprochen hat. Yoga ist eine Art, wenn wir jetzt speziell das Hatha-Yoga nehmen. Wenn man den Körper wie ein Gefäß betrachtet, jede Handlung setzt Energieverlust voraus. Weil um handeln zu können, das ist wie beim Auto, damit es fährt, braucht es Benzin. Damit der Mensch handelt, braucht er bestimmte Energie. Und wenn wir das Yoga machen oder Yoga praktizieren, ist es so, dass die unteren Energiezentren eher dann weniger Verlust bekommen und durch diese Askese sich dieser Verlust von Energie in den unteren Chakren eindämmt und die Energie nach oben befördert wird. Also das ist in dem Sinn so zu verstehen, dass der Mensch Energie ansammelt oder aufbaut oder akkumuliert durch das Yoga. Die Energie kann in den unteren Chakren verweilen, dann ist es wie ein Rohstoff, sagen wir, so wie beim Erdöl, so eine Rohsubstanz. Und durch das Praktizieren, durch die Askese, wird aus dieser Rohsubstanz dann, wenn man das mit Öl vergleicht, Benzin, Kerosin oder Erdgas oder andere Zusatzstoffe. Und diese Energie, die unten als Rohstoff ist, akkumulieren wir dann nach oben oder konvertieren nach oben und können dann durch die Anahata-Chakra angenommen gut sprechen oder guter Redner sein. Auf der Vishuddha-Chakra gut Redner sein. Auf der Anahata-Chakra können wir dann Mitgefühl, Liebe und andere Sachen empfinden. Wenn der Energielevel niedrig ist, dann ist es so, dass man bestimmte Sachen auch nicht tun kann, weil die Energie einfach nur zu viel ist. Oder dem Mensch, dem fällt es gar nicht ein, dazu zu kommen, mit jemandem Mitgefühl zu entwickeln. Sein Bewusstsein arbeitet gar nicht so weit in dem Fall. Also ist das Yoga so zu betrachten, dass wir die Energie, die jetzt um uns herum auch, die schon den Körper eigen ist, sich befindet, das ist so eine leichte, grobe Erklärung, um das zu verstehen, dass wir sie akkumulieren und nach oben durchschieben. Speziell mit Hilfe von Hatha-Yoga, mit Hilfe von diesen speziellen Übungen. Das Wort selber, woraus das entsteht, aus der Silbe Ha und aus der Silbe Tha. Ha ist, sagen wir mal, das Pluspol oder was man als Yang, also das ist eher die europäische Schreibweise. Die Chinesen haben noch ein Gi dazu gemacht, das ist wahrscheinlich traditionsbedingt. Die Yang-Energie und Tha ist die Yin-Energie. Das sind so zwei gegensätzliche Energien, aus denen das Universum geschaffen wird. Sogar Tag ist dann eher Yang, ist das Helle, das Aktive. Und das Yin ist eher das Dunkle, das Passive. Ist doch auch weiblich und männlich. Genau, ist weiblich und männlich. Das sind diese zwei Gegensätze, in denen wir leben, durch die das Universum aufgebaut ist. Man sagt sogar so, dass wenn man die Galaxie nimmt, hier in der Mitte ist das Plus, da ist die größere und die stärkste Kraft. Und das ist das Yang-Pol und das Yin, das ist die Materie einfach, um die ganzen Sterne und das ganze Gebilde, was die Galaxie bildet. Und im Wort Materie ist auch Wort Mutter drin oder die Weiblichkeit, das, was halt gebärt und das, was erschafft. Und die Yang-Energie, das ist die impulsgebende Energie oder die Energie, die Ideen gibt, so jetzt im Groben. Und im feinstofflichen Körper des Menschen, wo die Chakren aufgebaut sind, vom Steißbein, Wurzelchakra, Muladhara bis nach oben, ist Sushumna, ist der Hauptkanal, bewegen sich zwei Nebenkanäle. Und der rechte Kanal, das ist jetzt nicht schön gezeichnet, morgen habe ich ein schöneres Bild dafür. Der rechte Kanal heißt Pingala.
bedeutet übersetzt wie rot oder rotbraun und der linke Kanal ist Iga. Und man sagt, die Pingala, das ist eher der physische Kanal, der für Hitze, für physische Kraft zuständig ist. Also wenn der Mensch aktiv ist, dann fließt Energie durch den rechten Kanal. Aber rechts, das ist jetzt rechts nicht ganz korrekt erklärt, weil eben hier die Chakren wie eine Schraube bewegen sie sich um die Sushumna herum. Und der rechte ist mit der linken Gehirnhälfte verbunden. Das ist die Logik, dieses Zahlendenken und das rationale Denken. Und das linke oder der linke Kanal ist dann mit der rechten Gehirnhälfte verbunden. Das ist dann mehr das räumliche Denken, das kreative Denken und das ist auch die Verbindung. Und das, also wenn die rechte Gehirnhälfte sehr aktiv ist, ist die Verbindung zur Göttlichkeit oder zu den feinstofflichen Welten. Wenn da links die Zahlen, das geht mehr in die Materie, in den Materialismus, dann ist rechts der Gegenzug oder der Gegenpol, dabei ist die Spiritualität oder auch die menschliche Geistigkeit. Im Idealfall sollten die beiden Kanäle gleichmäßig arbeiten. Vielleicht in manchen Sachen, was heißt in manchen Situationen unterscheiden, wenn man jetzt wieder in den Garten umgräbt, dann ist eher Pingala aktiv. Und wenn man sitzt, ein Buch liest oder über irgendwelche Sachen spekuliert, dann ist Ida eher aktiv und die psychische Energie eher aktiv. Bei den meisten Menschen ist es aber so, dass es eine, wie heißt es, Ungleichgewicht gibt. Entweder der Mensch neigt, ich meine jetzt den Verstand und die Arbeit des Verstandes, er ist links gesteuert oder arbeitet mehr auf der linken Gehirnhälfte, dann sieht er seine Welt nur im Zahlen, im Profit und im Materialistischen. Und bei anderen Menschen ist es so, dass sie zu kreativ sind, zu abgehoben und in irgendwelchen Fantasiewelten fast schweben und für viele Menschen unverständlich sind. Das ist dann das andere Extrem. Unsere Schulbildung, müsste man dazu auch sagen, bildet auch nur die linke Gehirnhälfte aus und die rechte wird vernachlässigt und in den letzten Jahren immer mehr. Im Idealfall sollte das im Gleichgewicht arbeiten. Dann befindet sich auch der Mensch im Gleichgewicht, dann hat er keinen Überschwang oder Überhang auf irgendeiner Seite. Das Hatha-Yoga speziell durch die Arbeit mit dem Körper schafft eine bestimmte Gleichmäßigkeit in den Kanälen. Es wird ausgeglichen, weil zum Hatha gehört einmal Asana, die Körperhaltungen, Körperübungen, die wir auf der Yogamatte machen. Zum einen gehört Pranayama dazu. Pranayama sind verschiedene Atemübungen. Es gibt Atemübungen, die reinigen die Kanäle, aber nicht nur die drei, weil im menschlichen Körper sind nach verschiedenen Schriften 72.000 bis 320.000 Kanäle. Also jede Schrift sagt es anders. In der chinesischen Medizin nennt man das Meridiane. Durch Pranayamas reinigt man die Kanäle, gibt spezielle dafür. Durch andere Atemübungen steigert man den Energiehaushalt oder das Energiepotenzial, indem man das Prana akkumuliert durch Atemübungen. Dann gibt es im Hatha Yoga noch die Bandhas. Bandhas sind spezielle Schlösser oder ja, Kniffe, kann man so sagen, oder Verschlüsse, wie das Wort Band auf Deutsch. Also das ist, die Wurzeln sind hier ähnlich, kann man so verstehen. Und wenn man jetzt den Praktiker dann sitzend betrachtet, dann gibt es die Mula Bandha, das ist der Wurzelschloss oder Verschluss. Ich weiß nicht, wie sagt man auf Deutsch dazu in den deutschen Yogaschulen oder Ausbildungen. Gibt es ein deutsches Wort für Band oder wie übersetzt man das? Nee, wir haben auch schon Bandas, diese Verschlüsse und die Energie. Verschlüsse sagt man dazu. Ja, um die Energie zu halten. Ja. Ne? Weil ich sage Schloss, Verschluss, also ich habe jetzt direkt kein richtiges deutsches Wort. Genau. Um die Energie zu halten, dann gibt es die Javadhara Bandha, wenn der Nacken zum Hals gedrückt wird. Und dann gibt es die Uddiyana Bandha, also die mittlere. Da sind es die drei Bandhas, die dann auch diese Energie hochziehen sollen durch diese Kanäle. Jeder Pingala im Idealfall durch die Sushumna. Und wichtig noch dabei zu wissen ist, wenn es
auf Pingala geht und Pingala aktiv ist, ist eben Pingala aktiv. Wenn du Ida aktiv ist, ist in der Pingala zu wenig. Aber wenn Plus und Minus gleich stark werden, dann treibt es die Energie die mittlere Bahn hoch. Und wenn die Energie durch den mittleren Kanal fließt, dann ist man in der Sattva-Guna. Also dann ist man in Harmonie, in Gleichgewicht. Und das ist dann durch das Schaffen dieses Zustandes erreicht man eben Erleuchtung durch diese Harmonie, durch dieses Gleichgewicht. Man sagt, dass da unten sitzt diese Schlange, ne? Diese drei eingedrehte Schlange, die sitzt da unten und die will ich mit den Chakren zum Leben erwecken und nach oben auf. Aber das schafft kaum jemand, ne? Dieser sitzt, der erfahren sein. Ich sage auch gleich warum. Ich erzähle, danke für den Beitrag auch. Die heißt Kundalini-Kraft oder die Kundalini-Schlange wird sie genannt. Das ist eine schlafende Energie, die jedem von uns gegeben ist. Der Theorie nach ist es, wenn man das jetzt mit einer Patrone vergleicht. Es gibt in der Patrone einen Zündsatz, der die Patrone zündet, also die Sprengkapsel, sagen wir so, die den ganzen Sprengkörper zum Entzünden bringt. Und die Kundalini-Schlange ist dazu da, oder diese Energie dazu da, wenn man sie erweckt, das ist die Zündkapsel dafür, dass man seinen festen Körper und bestimmt einige feinstoffliche Körper zu einem Lichtkörper umwandelt oder verbrennt, sozusagen. Wenn der Mensch von seiner Entwicklung so weit ist oder seine Entwicklungsstufe erreicht oder die nächste Entwicklungsstufe übergeht, ist er fähig, diese Energie zu erwecken. Und wenn die Kundalini-Schlange hochsteigt, dann ist es mit unseren Sinnen oder Verständnis zu sehen, dass der Mensch sich entzündet und der zu einem Licht wird. Man spricht sogar davon, dass Jesus diese Kundalini-Schlange halt zu seiner eigenen Transformation geführt hat. Deshalb hat man auf dem Tuch von Turin angeblich das Abbild von seinem Gesicht. Und in der Bibel werden seine späteren Tage, wo man ihn gesehen hatte, gesagt, er wird als Blitz kommen, oder man schreibt, er ist als Blitz gekommen, den man von einem Horizont zum anderen gesehen hat. Also er hat jetzt seinen festen Körper zu einem Lichtkörper, oder ist zu einem Lichtwesen geworden, hat seinen Körper transformiert. In anderen Kulturen heißt es, dass der Mensch das alleine nicht machen kann, deshalb gibt es Plus und Minus. Und zur männlichen Energie, die der Yoga praktiziert, zu einem männlichen Praktiker, muss dann seine zweite Hälfte als Frau dazukommen. Und in dieser Verbindung wird dann seine Energie hochgeleitet und sie verschmelzen dann zu einem Ganzen, also diese zwei Hälften. Hälften, die früher aufgeteilt waren. Wenn man die alte vedische Kultur betrachtet, diese Fähigkeiten haben die Menschen seit der Satya-Yuga nach und nach eingebüßt, weil in der Satya-Yuga haben die Menschen ein paar tausend Jahre gelebt, den Schriften nach, und sie haben die Zeit gehabt, sich so weit zu entwickeln, bis sie das gekonnt haben, während eines Lebens. Weil die heutige Zeitspanne sehr, sehr kurz ist, heißt es, wir müssen mehrere Mal auf die Erde kommen und nach uns entwickeln, bis wir diese Transformer erreichen. Und wo die Menschen das nicht mehr konnten, hat man angefangen, die Toten dann eine Feuerbestattung durchzuführen. Also das ist der Sinn, der ähnliche, wo man sich hier selber entzündet hat und transformiert hat, hat man die Tradition daraus geschaffen, dass man die Menschen verbrannt hat. Also das ist ja in Indien jetzt immer noch so, dass die Toten dem Feuer gegeben werden. Und früher liest man auch aus den Schriften, bei den Kaisern weiß man es sicher, weil von Kaisern und Königen gibt es alte Schriften, sind die Frauen, wo der Mann als Erster, was heißt, ja, wenn er als Erster gestorben war, hat man Holzscheithaufen aufgebaut, ihn darauf aufgebaut, und die Frau, auch wenn sie noch lebendig war, ist mit auf das Feuer gestiegen, um mit ihm zusammen zu verbrennen. Das hat vielleicht auch diesen Hintergrund, weil man früher als Mann und Frau gleichzeitig zusammen diese Transformer erreicht hat. Also das ist der Theorie nach dieser Kundalini-Schlange. Bevor er gestorben ist, ist der Mann auch mit drauf? Nein. Dann natürlich nicht. Ich weiß, da ich habe das nicht gelesen. Also es gibt, den Gegensatz gibt es.
Das war damals auch so, dass die Männer sich viel jüngere Frauen gesucht haben. Und die Frau, die ja eh großes Potenzial an Gesundheit und Energie hat und in manchen Fällen auch robuster ist, ist die Frau oft, hat die Frau länger gelebt oft als der Mann. Aus bestimmten Gründen, ja. Ja, oft haben ja auch die Krieger aus gewissen Gründen, weil sie viel mehr Energie brauchen, mehrere Frauen gehabt. Das hat dann auch Das ist in der alten vedischen Kultur auch ersichtlich, dass verschiedene Kaiser, Könige, auch Brahmanen, also die der Brahmanen, der höheren Kaste angehört haben, zwei oder drei Frauen gehabt haben. Dann wäre es wahrscheinlich in dem Fall so, dass ihr als Pluspol mehrere Minusenergien um sich versammelt und sie zusammen diese Transformer erreichen. Und es gibt noch den dritten Weg, also das ist der erste Weg, eine Frau, ein Mann. Der zweite Weg als Alternative, wenn der Mann zwei, drei Frauen hat. Und der dritte Weg ist dieser Weg des Asketen, wo man selber in sich das Plus und das Minus kultiviert und dann braucht man das Gegenpol nicht dazu, um diese Transformer zu erreichen. Also das ist der Weg des Asketen sozusagen. Und solche Menschen brauchen keinen Lebenspartner und leben alleine, oft vielleicht abgeschieden, aber das ist eben das Ziel. Wenn wir dann die Chakren an sich betrachten, ist es so, dass der Mensch anfängt, diese Chakren zu entwickeln. Also er kommt nicht mit vollständig ausgeprägten Chakras gleich auf die Welt oder aus der Tierwelt. Und das heißt, dass bei den Tieren, die befinden sich jetzt, wenn man das ist die menschliche Welt. Die Welt der Tiere, die reicht, wenn man das noch gröber nimmt, weil das sind nur Vibrationen, nichts anderes. Hier sind die Vibrationen feiner und hier sind die Vibrationen gröber. Die Tiere befinden sich ungefähr auf dieser Ebene. Dann bestimmt Pflanzen und Steine befinden sich noch auf einer unteren Ebene. Das ist die Evolutionsleiter, sagt man dazu, die geistige. Und das ist die Halbgötter und die Götterwelt. Also müsste man diese Transformation erreichen, um einfach weiterzugehen. Das ist jetzt der grobe Sinn des eigentlichen Yoga. Also sein spiritueller Wachstum, seine spirituelle Entwicklung. Und darum findet man für sich bestimmte Praktiken, wie man das beschleunigen könnte. Speziell das Hatha Yoga. Und zum Mantra gehören dann noch die Mudras. Mudra ist Einzahl, Mudras ist Mehrzahl. Das sind bestimmte spezielle Fingerhaltungen, die dann Energie auch akkumulieren und sammeln. Wenn man das kurz anspricht, ist es so, dass die Energie den Arm runterfließt. Und wenn man Zeigefinger und Daumen schließt, dann fließt die Energie in den Körper zurück oder die fließt nicht nach außen. Wenn man mit dem Finger, warum es unangenehm ist, wenn auf einem mit dem Zeigefinger gezeigt wird. Weil man sagt, der Zeigefinger, da läuft die Energie des Dickdarms und die Energie ist nicht so rein. Und deshalb ist es nicht schön, man fühlt es mit dem Unterbewusstsein, dass das nicht gut ist. Und so hat jeder Finger mit bestimmten Organen ist verbunden. Gleichzeitig ist jeder Finger mit einer bestimmten Energie eines Planeten verbunden. Und weil wir schon über Mudra sprechen, gibt es auf alten Ikonen, auch in der christlichen Welt, im christlichen Glauben bestimmte Mudras, die aus dem Yoga kommen. Also diese Sieger-Mudra, das sind einfach Planetenenergien, also überkreuzt. Und hier diese Energie, ihr kennt alle, wie heißt das, St. Georg oder der heilige Georg, die auf dem Pferd den Drachen zertrampelt oder zertreten. Auf neueren Ikonen ist er schon mit einem Speer, wo er den Drachen tötet. Aber auf älteren Ikonen hat er eben aus dieser Mudra einen Lichtstrahl, wo er den Drachen oder die Schlange mit dieser Mudra besiegt. Die alten russischen Ikonen sind auch mit solchen vedischen Mudras noch gezeichnet und speziell Jesus mit seinem Buch. Und man bekreuzigt sich in der orthodoxen Religion auch bestimmte Art und Weise. Früher hat man sich mit zwei ausgestreckten Fingern bekreuzt und später hat man das eingeführt, dass man sich, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt, mit so einem zusammengeballten Finger bekreuzigt. Und wenn die Mudra energetisch sehr wirkungsvoll ist, hat man den Leuten eine, soll ich sagen, eine Fälschung untergeschoben. Weil es heißt, die Bekreuzigung mit den Fingern, dass man sie so hält, ist das Hereinführen sich selbst in so eine Hypnose, in so einen Halbschlafzustand.
Also sind die Menschen, die sich so bekreuzigt haben, ist ihr intellektueller Quotient oder Fähigkeit, die waren so im Schlafrhythmus oder im Schlafmodus, ständig durch dieses eigene Bekreuzen. Es gibt andere Mudras auch, im Buddhismus ist die Dhyana Mudra sehr bekannt und Buddhas werden so abgebildet zum Meditieren, zum Beruhigen, das wird einfach energetisch. Es gibt die Maha Mudra, heißt die, Ausgang für die Janusha Asana, wenn man ein Bein anwickelt, ein Bein ist gerade und die Hände sind hier verbunden. Und man arbeitet dann mit Visualisationen, dass der kleine Energie Ring oder Orbit durch den Körper geht und den Rücken hoch. Durch Vorstellungskraft, man hat auch bestimmte Atemübungen oder man hält den Atem an und schafft hier diese Mudra und berührt das Bein. Und hinter dem Rücken stellt man sich einen unendlich großen Kreislauf vor, der auch, wo die Energie sich auch nach oben bewegt. Irgendwo durch die Weite des Universums bis in die Unendlichkeit, da schließt sich der Kreis und von unten ist wieder der Kreislauf geschlossen. Also man hat hier einen kleinen Kreislauf und hinter dem Rücken einen großen Kreislauf an Energie. Und der Sinn dieser ganzen Übungen und Sachen ist eben, sein Energiepotenzial anzuheben. Weil wo der Energiepotenzial sich befindet, dort befindet sich auch das Bewusstsein des Menschen. Und je höher man die Energie durchleitet durch den Körper, je höher heißt es das Bewusstsein, desto mehr Sachen kann man aufnehmen vom Alltag, von der Realität, desto mehr Gespür und Feinfühligkeit hat man für die Realität. Wenn die Energie ganz, ganz oben ist, dann werden im Menschen bestimmte, in Yoga heißt es Siddha oder Siddhi, mystische Fähigkeiten erweckt, zum Beispiel das Hellhören, das Hellsehen, das Wahrnehmen von Vergangenheit, das Wahrnehmen von Zukunft. Das war den Menschen früher, wo der Energiepotenzial viel höher gewesen ist, alles bekannt und sie haben keine Handys gebraucht und keine Telefone wie wir heute. Aber durch diese technologischen Krücken, die man uns schafft, durch diese technologische Welt, in der wir gezwungen sind zu leben in der Großstadt, ist unser Potenzial auf Minus gesunken. Und man sagt, oder die Schriften belegen es teilweise auch, dass nach dieser, sagen wir mal, guten oder gütigen Zeit, im Satya-Yuga oder das goldene Zeitalter, das Kali-Yuga drauf gefolgt hat und das Energielevel wird durch bestimmte energetische, unter anderem auch Parasiten, den Menschen abgesaugt. Und durch eine falsche Lebensweise wird die Energie abgenommen und der Mensch hat keine Kraft, sich zu realisieren oder sich zu transformieren dann, jetzt im Idealfall. Und deshalb müsste man das Yoga auch dazu anwenden, um den Energieverlust auf den unteren Chakren zu mindern und mit diesen bestimmten Techniken und Praktiken sein Energielevel anzuheben. Was noch sehr, sehr wichtig oder fast der wichtigste Aspekt von Hatha Yoga an sich selber ist, ist die Reinigung. Dazu gibt es ein Beispiel aus einer Schrift, die heißt Kiranda Samhita. Also das ist eine altertümliche Schrift über das Hatha Yoga speziell, wo ein Mensch, ein Mann zu einem Yoga-Lehrer kommt, vielleicht in eine Einsiedelei oder in seinen Ashram oder im Tempel und sagt, möchtest du mir den Yoga beibringen? Und dann hat er zu ihm gesagt, bevor du deinen Körper nicht reinigst und nicht alle Toxine, Schlacken und alles andere aus dir entfernst, macht das gar keinen Sinn. Obwohl das alles auf energetischer Ebene passiert, führt die Verschlackung und die Verdreckung des Organismus dazu, dass diese feinstoffliche Energie auch nicht fließen kann. Dazu gibt es im Yoga, Hatha Yoga speziell, Shatkarma heißt es, heißt sechs Reinigungsübungen, also oder Karma ist einfach Handlung. Das fängt an bei der Reinigung vom ganzen Verdauungssystem durch bestimmte Techniken. Eins habe ich ja heute schon erwähnt, wo man Salzwasser trinkt, das nach unten ausleitet. Es gibt Reinigungstechniken, wo man Wasser trinkt, das wieder nach oben ausleitet. Jede Technik hat ihren eigenen Sinn. Was bis in die heutigen Tage noch übrig geblieben ist oder allgemein ganz natürlich für den Menschen ist, sind Reinigungen vom Mundraum, Reinigung von Augen, also die Morgenprozedur, die allgemeine.
Aber im Yoga baut man das noch etwas mehr aus. Man sollte die Ohren ständig reinigen und sauber halten. Man sollte die Zunge ständig reinigen und sauber halten. Weil auf der Zunge auch sich ein bestimmter Schleim oder Film bildet, der ganz, ganz viele Toxine und Schlacken enthält. Bakterien auch enthält. Und wenn man das in der Früh nicht runterschafft, isst man das mit der ersten Nahrung und mit dem Frühstück. Und das ist für den Körper wiederum auch eine Belastung für sein Verdauungssystem. Weil er muss ja mit den Sachen dann sich auseinandersetzen. Zu Reinigungstechniken gehören noch bestimmte oder nur eine spezielle Atemübung, die wir heute früh gemacht haben, die Kapalabhati, die Reinigung mit der Luft. Es gibt Kapalabhati auch mit Wasser, wo man Wasser in den Mund trinkt, durch die Nase rausstößt oder mit der Nase trinkt, durch den Mund rausstößt. Das sind drei verschiedene Kapalabhati-Techniken. Dann gibt es die Neti, also zu Reinigungstechniken, das wäre speziell eine 2-Stunden-Lektion. Also das, heute ist nur ein grobes Überfliegen davon, oder wenn ihr euch Notizen macht, dann gibt es das Neti oder Java Neti, wo man Nasendusche, auf Deutsch gesagt, es gibt in jeder Apotheke diese Nasendusche zu kaufen. Es ist auch spezielles Salzwasser, was man sich dann anrührt und man spült es durch die eine Nase und in der anderen durch das andere Nasenloch fließt es halt heraus, das Salzwasser. Und so kann man von einem 0,25er Gefäß, manche, die die Erfahrung anscheinend brauchen, die jagen ganze Aquarien durch die Nase, habe ich auch schon mal gehört, und da gibt es alle möglichen Experimente, die die Leute mit sich anstellen, mit so Reinigungsübungen. Ganz wichtig ist es, dass dieses Chalaneti, dieses Durchspülen des der Nase mit dem Wasser, es regt die Arbeit der Nerven an im Nasenraum. Also weil auf der Nasenschleimhaut sich sehr viele Nerven befinden, deshalb tut es so stark, wie man sich im Nasenhaar rausreißt, stimuliert es die Nervenenden und stimuliert das Gehirn. Was noch zu empfehlen und für unsere heutige Zeit aktuell ist, ist eben dieses Kunjala, wo man Wasser trinkt oder Salzwasser trinkt und das dann nach oben heraus befördert. Das ist sehr gut wegen der Reinigung der Anahata Chakra, weil sehr, sehr viele Menschen in unserer heutigen Zeit haben einfach Blockaden auf der Manipura Chakra, auf der Herz Chakra. Das sind einfach die ungeantwortete Liebe in der Jugend oder andere Sachen, wenn man sich beleidigt fühlt auf bestimmte Menschen oder die Liebe nicht erwidert wird, wenn man jemand Zuneigung zeigt und der dreht sich einfach um und lügt einen an, und diese ganzen Gefühle und Empfindungen schaffen dann Ungleichgewicht und verstopfen dann unsere feinstofflichen Kanäle. Und die Energie kann dann einfach nicht hochfließen, die Menschen tragen diese Blockaden in sich und merken das nach einer Zeit nicht mehr, dass mit den Menschen was nicht in Ordnung ist, und sie leben sich einfach durch andere Chakren aus. Also ein Mensch, der Blockade auf der Herzchakra hat, der neigt oft zu Essenssucht. Wenn es nicht die Essenssucht ist, ist es die Sucht zur Sammelleidenschaft und alles so materielles Denken oder visuelle, wie heißt es, Reize, so wie Filme, Videoclips, Videospiele, also alles, was mit den Augen zu tun hat. Visuell, das ist auch alles Manipura-Chakra. Und die Energie muss ja irgendwo raus. Also die Energie wird ständig in den unteren Zentren generiert und im Idealfall fließt sie nach oben und der Mensch verbraucht sie je nachdem, wie er sich realisiert, ob er dann liebt oder hasst oder isst oder nicht isst oder Projekte realisiert, ist es immer die gleiche Energie, bloß durch eine andere Chakra wirkt sich das auf die Außenwelt. Und wenn die oberen Kanäle zu sind, muss die Energie einfach irgendwo raus und dadurch entstehen dann Süchte, Begierden oder Leidenschaften der Menschen, die dann den Menschen kontrollieren und nicht ihr sie kontrolliert. Dieses Salzwasser trinken, wie funktioniert das in der Praxis? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Dass es wieder rauskommt? Ja. Also würgen? Ja. Ich würge mich selbst? Ja. Das ist das erste Mal, vor allem weil man Blockaden auf der Herzchakra hat, das ist bei den Menschen nicht möglich, dass die irgendwas von sich geben. Das sind auch diese Menschen, denen es schwer ist, etwas zu spenden oder etwas wegzugeben. Die halten auch an jedem einzelnen Ort Euro oder an ihren materiellen Gegenständen, so, die klammern sich richtig fest. Und durch das Würgen lernt man das Abgeben.
auch. Also die Manipura-Chakra wird dann gereinigt zu dem, zum Herz-Chakra. Das erste Mal ist es schwierig, bis diese Blockaden gelöst werden, bis die Kanäle gereinigt sind. Und mit jedem Mal wird es besser und besser eigentlich, wird es leichter. Es darf natürlich auch kein Fanatismus dabei entstehen. Weil es gibt Fälle, wo Menschen, Mädchen, wegen ungeantworteter Liebe dann anfangen, ihr Anahata-Chakra zu reinigen und das dann übertreiben, weil es wirklich danach so ein beflügeltes so ein Empfinden gibt oder das so kickt leicht, grob gesagt, diese Reinigungstechnik. Und wenn man das dann übertreibt, es passiert, wenn man es zu oft macht, auf der Stoffwechselebene passieren bestimmte Sachen, wo der Stoffwechsel dann durcheinander gebracht wird, die Schleimproduktion durcheinander gebracht wird und die Menschen dann gesundheitliche Probleme bekommen. Vielleicht ist es auch der Grund, dieses Energieanheben bei diesen wie heißt das, die wo dann essen und ständig würgen? Anorexie-Kranken. Bulimie wollte ich sagen, oder Anorexie, oder ist das gleiche? Die Menschen, die dann... Nee, gibt's das nicht. Eine ist Magersucht, die essen gar nichts mehr und die anderen die eben, brechen und kotzen. Ja, genau. Ja, das ist dieses Essen und dieses Herausbringen. Man würde jetzt sich fragen, was das Schöne dabei ist, aber anscheinend sind sie auch von diesem Energieanstieg abhängig und deshalb müssen sie das Essen wieder nach außen befördern. Für einen erfahrenen Praktiker ist es so, dass hier manchmal durch dass seine Chakren schon gereinigt sind, Energie von anderen auffängt und der muss sich dann auch hin und wieder reinigen und sauber halten. Weil man spürt das ist irgendwie nicht meins, ich hatte das gestern nicht und heute habe ich zu viel oder zu lange mit einem Menschen gesprochen, der da die Probleme hat und dann spürt man das auf seinen Chakren. Dann, ihr seid ja jetzt wirklich Yoga-Philosophie. Ich schaue das ja immer noch mal vom pädagogischen her an, vom therapeutischen. Würdet ihr sagen, ich kann die Energiekanäle auch therapeutisch reinigen? Oder, weil ich persönlich mache es auf eine andere Art und Weise. Weil ich halt einfach aus einem anderen Beruf bin. Genau, wenn man betrachtet, wieso das sie überhaupt verstopfen. Mhm. Die Energiekanäle, die befinden sich auf dem Pranamaya-Kosha. Das ist unser Prana-Körper. Und das ist das Mittelglied oder Zwischenglied zwischen dem festen Körper und dem Mentalkörper. Im Mentalkörper werden bestimmte Sequenzen oder Bilder geboren oder Impulse geboren zu bestimmten Handlungen. Und der Prana-Körper, der steuert dann den festen Körper. So ähnlich wie das Nervensystem. Man sagt, im Pranamaya-Kosha oder der Prana-Körper, der beinhaltet sich, also der läuft parallel zum Nervensystem, zum Blutsystem, zu allen anderen Kanälen, die wir im Körper haben, gibt es da eine Parallele im feinstofflichen Körper und zusätzlich noch andere Kanäle. Und wenn dann ein Mensch für sich eine bestimmte Motivation schafft, zum Beispiel etwas zu tun, und er es dann nicht macht, also der Impuls war schon mal da und der Prana-Körper hat sich angefangen zu bewegen oder die Energie hat sich angefangen zu bewegen da drin, aber er hat es tatsächlich nicht ausgeführt, dann gibt es eine Verstopfung im festen Körper. Mit der Frage, ob das therapeutisch zu behandeln ist, habe ich mich noch nicht direkt beschäftigt. Ich weiß aber aus meiner eigenen Erfahrung, dass es praktisch durch das Hatha-Yoga und alle anderen Sachen schon sehr wirkungsvoll ist. Vielleicht dauert es therapeutisch etwas länger, aber weil ja alles vom Mentalkörper und von höheren Instanzen gesteuert wird, ist eine Lösung im Mentalkörper auch mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch eine Lösung im Pranamaya-Kosha, also im Prana-Körper. Um das noch besser zu erklären, zum Beispiel ist ja auch aus dem Buch so Deutung oder Erklärung, wie man das verstehen kann. Der Mensch geht jeden Tag von der Arbeit nach Hause und der Nachbarshund kläfft ihn ständig an. Und irgendwann ist er so wütend und gereizt, er will den Hund einfach nur mit dem Fuß wegschlagen. Aber traut sich dann nicht, weil der Nachbar ihn dann schimpft oder der Hund ihn dann beißt oder so. Er schafft für sich dieses Bild oder diesen Wunsch, aber führt den Wunsch nicht aus und das verstopft dann das Pranamaya-Kosha. Deshalb ist in allen mehr oder weniger gesund denkenden Schriften im Buddhismus, in der hinduistischen Tradition,
dieses Wunschdenken, das ist das, woran jeder Mensch arbeiten soll und seine Wünsche nach und nach eindämmen bzw. neutralisieren. Weil es passiert sowieso alles nach einem bestimmten Plan und nach einem bestimmten Ablauf. Und was passieren sollte, das wird auch passieren. Wir müssen schon versuchen, unsere Realität zum Besseren zu ändern, an uns und an unserer Umwelt zu arbeiten, aber ohne diese großen Wünsche, ohne sich daran zu klammern. Also keine Erwartungen haben. Keine Erwartungen haben und so heranzugehen, es ist nicht ein Wunsch, sondern als eine Notwendigkeit. Zum Beispiel, es ist eine Notwendigkeit, mir jeden Morgen die Zähne zu putzen. Es ist ja kein Wunsch. Und so müsste man das auf das ganze Leben übertragen. Es ist eine Notwendigkeit, dass ich mich wie ein Mensch benehme und nicht wie ein Unmensch. Weil die Notwendigkeit ist ja, dass ich geistig wachse, dass ich evolutioniere. Und wenn man das als Notwendigkeit betrachtet, ist dieses Wunschvorstellung oder Wunschdenken ist nicht mehr da. Und wenn man dann sagt, ist es denn eine Notwendigkeit, dass ich mir das größte Auto kaufe und den größten Fernseher kaufe, das sind ja meistens Wünsche. Und wiederum die unerfüllten Wünsche verstopfen den Energiekörper. Okay? So ähnlich läuft das alles ab. Das ist, was speziell das Hatha-Yoga angeht. Das ist die Herangehensweise, die mit der Reinigung anfängt. Weil der weise Kiranda sagt dann zu dem Schüler, der zu ihm gekommen ist, es war offenbar schon in einem mittleren Alter. Weil früher hat man das Yoga ab 50 circa angefangen, kann man sich so vorstellen, um sich für die wichtigste Prüfung des Lebens vorzubereiten. Weil es gibt das Wort Dharma. Und das Dharma bedeutet meine Pflicht, die vorgeschriebene Pflicht, was ich zu erfüllen habe. Ein Kind hat zum Beispiel das Dharma zu lernen, sich auszubilden. Man hat sich dafür Zeit genommen. Dann, wo man erwachsen war, hatte man das Dharma, ein Familienmensch zu sein, eine Familie zu gründen, ein Geschäft aufzubauen, einen Haushalt zu führen, die Kinder zu erziehen. Und ab 50 hatte man das Dharma sich eben und die Zeit auch dafür genommen, um sich auf die Anderswelt vorzubereiten. Durch bestimmte Meditationen, durch das Vorbereiten seines Körpers. Weil es heißt, wenn der Mensch zu viele Begierden und Wünsche mit ins andere Leben überträgt, das wirkt sich auf seine Wiedergeburt aus. Deshalb sind sogar Könige und Kaiser, die ein ganzes Königreich hatten, die eine sehr schöne und große Rente hatten, sogar die haben ihr alles ab und gut abgegeben, sind in den Ashram gezogen, haben sich nur irgendwie ein Fell angezogen oder eine Kutte angezogen und in sehr ärmlichen Verhältnissen gewohnt und haben mit den Menschen gearbeitet, also mit den Brahmanen oder mit den Lehrern, die sich in diesen Sachen auskennen, um sich von ihren Begierden und Gewohnheiten zu lösen, um das Energiepotenzial zu steigern. Weil es heißt, wenn der Mensch oder wenn die Seele durch das Anahata wiedergeboren wird, durch das Herzchakra, kommt es in die Welt der Menschen. Und wenn die Energie oder das Potenzial aber niedriger ist und man durch das Manipura-Chakra wiedergeboren wird, kommt man in die Welt der hungrigen Geister. So heißt es im Buddhismus. Das ist eine Welt, wo es nur Steine gibt und eine glatte Wüste und es gibt nichts zum Essen. Und die Menschen und die Wesen sind dort so geizig und eifersüchtig auf die anderen, dass wenn sogar einer was zum Essen bekommt, der Geiz und die Eifersucht der anderen entzündet das Essen und das Essen verbrennt. Und wenn ein anderer etwas bekommt, dann hat er so einen dünnen Hals, dass er nicht trinken kann und nichts essen kann. Und die Wesen verspüren dort großen Durst und großen Hunger, um eben ihren Geiz auf dem Manipura-Chakra abzubauen. Um diese Lektion zu erlernen. Svadhisthana-Chakra, das Geschlechtschakra, ist, wenn die ganze Energie und das Bewusstsein sich auf diesem Level befindet, fällt die Seele dann in das Tierreich. Manche würden sich vielleicht wünschen oder denken, das Tierleben ist so toll, man liegt als eine Katze die ganze Zeit auf der Fensterbank oder irgendwie bekommt dauernd zu essen. Aber die Welt ist aus der menschlichen Sicht überhaupt nicht als toll zu bezeichnen, weil die Tiere werden nur von Instinkten und von Trieben gesteuert. Und für die Seele dauert es eine sehr, sehr lange Zeit von Wiedergeburt, bis sie mal das menschliche Leben wieder erreicht und bis sie die menschliche Geburt wieder erreicht. Und das ist so selten, dass der Buddha einen bestimmten Vergleich herzieht,
wenn man das menschliche Leben und die Kostbarkeit des menschlichen Lebens vergleicht, dann ist es so, als würde eine Schildkröte in den Tiefen des Weltozeans schwimmen und alle 100 Jahre würde diese Schildkröte auftauchen. Und die Wahrscheinlichkeit, als Mensch wiedergeboren zu werden, ist so groß, als wie wenn diese Schildkröte durch einen Holzring hineinschlüpft, aus Zufall, dir in den Weiten dieses Riesenozeans treibt. Also ist es in der buddhistischen Tradition so, dass man das menschliche Leben achten soll, weil in dem menschlichen Körper ist die Entwicklung oder Selbstentwicklung am effektivsten. In dieser Matrix ist noch die Silbe Om drin. Also die schreibt man so, aus dem ist das griechische Omega entstanden. Also deshalb hat man bei uns in dem Club Om das alte Sanskrit Om verändert und hat das slawische Om dann dafür reingezeichnet. Wenn man alte Münzen findet, es gibt so eine Stadt, die heißt Omsk, vielleicht hat die Stadt auch den Namen von dem, gibt da Anscheinungen dafür, dann ist es hier auf den ganz alten Münzen, hat man irgendwo ausgegraben bei den Archäologen, noch eine Schleife dabei und irgendwo ein Punkt. Wenn man jetzt das indische Sanskrit umbezeichnet, dann sieht es auch wie eine 3, dann ist hier die gleiche Schleife, dann ist hier dieser Balken oben und dann ist hier dieser Punkt, also die Vollendung. Das ist der Sanskrit-Buchstabe für A, das ist dann die Silbe O oder spiegelt die Silbe O wieder, A, O, U und das ist das M im Sanskrit. Also sieht man, dass die Kulturen, die ja voneinander gelehrt haben, beziehungsweise das eine einzige Kultur mal war und so durch die Jahre gibt es bestimmte Veränderungen, die noch in der Wurzel gleich sind oder früher mal gleich waren. Und dann wollte ich noch über das Rad des Sansara berichten oder erzählen, warum es so schwer ist, oder nicht warum es sinnvoll ist, in der menschlichen Welt Yoga zu betreiben und Yoga zu praktizieren. Das Rad des Sansara, also Sansara ist für alle ein Begriff, es ist der Kreislauf der Wiedergeburt und des Todes. Also man stirbt, wird wiedergeboren und so geht es nach den Buddhisten von einer unendlich alten Zeit unendlich weit und lang wieder. Okay, das sind 6. In manchen Traditionen oder Büchern sind es mehrere, eigentlich haben wir 6. Wir haben die Welt des Menschen oder der Menschen, wir haben die Welt der Götter, die Welt der, ja, man sagt Dämonen dazu, oder Asuras. Wir haben die Welt der hungrigen Geister, Welt der Tiere und die Welt, die Unterwelt. Oder die Unterwelt. Die Unterwelt wird auch in verschiedene Welten aufgeteilt. Und je nachdem, welches Karma die Seele angesammelt hat, kommt sie in eine der Welten zur Welt oder wird in eine der Welten wiedergeboren. Und das hängt alles vom Tapas ab. Tapas ist eine universelle Energie. Das ist wie ein Luftkissen, sagen wir mal so. Wenn man viel Tapas hat, dann verfällt man nicht in die unteren Welten, dann wird man eher, oder die Seele wird dann hochgetrieben in die höheren Welten, in die Welt der Götter. In der Welt der Götter ist es aber so, wie man das von der Valhalla kennt. Das ist eine gute Wiederbeschreibung, eine Widerspiegelung dieser Welt der Halbgötter, die im Buddhismus beschrieben wird, beziehungsweise es ist das Gleiche, nur aus einer anderen Tradition, mit anderer Sichtweise, mit anderen Wörtern erklärt. Dort gibt es ein ständiges Fest, dort sind für die Männer gibt es immer schöne Frauen, es gibt viel zu essen und man vergnügt sich dort die ganze Zeit, solange man dieses Tapas hat, diese Energie hat. Und dort hat man eigentlich auch keine Zeit für die Selbstentwicklung. Was Yoga, wenn wir Yoga als Selbstentwicklung nehmen. Danach ist dieses Tapas aber verschwendet und die Götter beweinen ihresgleichen, wenn sie wissen, bald ist für ihn die Zeit gekommen, die Wiedergeburt anzutreten. Weil es ist nicht so, dass man stirbt, sondern das alles Schöne hört auf und dieses Fest, das man erkennt, dass das nur eine Illusion war und alles fängt an zu bröckeln und kaputt zu gehen und vielleicht faul zu riechen, nur für diese Seele, die anderen sehen immer noch diesen Glanz und alles. Und dann taucht man unter irgendwo hin und man weiß nicht, wohin. In der Welt der Asura, der Halbgötter, ist es so,
Sie beneiden die Götter um ihr Leben oder um ihren Reichtum und alles, um ihren Wohlstand und versuchen ständig, da gibt es Machtkämpfe ständig. Also die Asuras sind ständig damit beschäftigt, um gegen die Halbgötter zu kämpfen. Die haben auch keine Zeit für die Selbstentwicklung. Sie müssen ihr Recht und ihre Kraft beweisen. In der Welt der hungrigen Geister, das habe ich schon erklärt, dort ist man ständig auf der Suche nach etwas zum Essen. Es gibt nichts zum Essen und die leiden wegen ihres Hungers, leiden dort die Seelen ständig. In der Welt der Tiere ist alles, was ich auch schon angesprochen habe, instinktgesteuert, triebgesteuert und das Bewusstsein der Tiere ist auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau und auf einer sehr niedrigen Ebene. Die Tiere können nicht auf ihre Realität wirken, so wie der Mensch oder vielleicht andere Wesen. Und in den Unterwelten, das sind Reinigungswelten, also das, da muss die Seele schon sehr, sehr viel Laster haben und sehr viel negatives Karma und Energie haben. Und sie taucht dann darunter und wird dort gereinigt. Dort gibt es spezielle Instanzen, die sogar in der christlichen Kultur auch beschrieben werden, in anderen Kulturen beschrieben werden. Dann sind so, da so grob gesagt, diese Pfannen und Feuer und alles Mögliche und Haken. Im Buddhismus gibt es ganz, ganz viele Beschreibungen von verschiedenen Unterwelten, wie die Seele dort leidet. Aber dieses Leiden ist ja auch dort eine Illusion. Das ist nicht so, dass es diese Welten wirklich gibt, aus materieller Sicht, sondern jede Welt ist nur eine Illusion. Und das Rad des Sansara ist dazu da, um die Seele zu entwickeln. Damit die Seele wächst und evolutioniert. Und so sind diese Leiden auch illusorisch, aber die Seele an sich erlebt diese Leiden, als wären sie wirklich. Und man wird dort geboren, ein Hammer fällt auf einen und wird wieder geboren und das tausende von Mal oder hunderttausende von Mal stirbt man dort im gleichen Tod, bis man sein Bewusstsein nicht geändert hat. Und als Buddha seinen Weg vor vielen, vielen Kalpas oder ja, das kann man in Millionen nicht mehr abschätzen oder sagen, angefangen hat, war er auch in so einer Unterwelt gefangen aus bestimmten Gründen oder Taten. Und der hat das gesehen, das wird folgendermaßen geschrieben, die mussten irgendwie einen Wagen in dieser Unterwelt die ganze Zeit im Kreis fahren und immer wenn sie einen vollen Kreis gemacht haben, wurden sie einfach einen Kopf kürzer gemacht und irgendwie mit dem Hammer draufgefallen. Dann ist er wiedergeboren, fährt wieder einen Kreis und muss ständig diesen Wagen schieben. Und Buddha ist damals zu dem Entschluss gekommen, was muss das für eine verlorene Seele sein? Und ich kann mir das nicht mit ansehen, wie diese Seele leidet. Ich werde ihr helfen. Und dann hat er entweder zu diesem, da gibt es diese Dienstaufsichten, die gucken, dass dort alles mit rechten Dingen abläuft. Die haben auch ihren Plan. Aufsehen, genau. Hat er gesagt, spann mich vor dem Wagen oder hinter dem Wagen, aber lass diesen jämmerliche Seele nicht mehr diese Qualen erleben. Und sobald er sein Bewusstsein in dieser Hinsicht verändert hat und angefangen hat, Mitleid zu empfinden, in der nächsten Sekunde war er in einer viel besseren Welt wiedergeboren. Also diese illusorischen Welten sind dazu da, um das Bewusstsein der Menschen zu verändern. Und dann hat der Buddha diesen Weg des Bodhisattva angefangen zu gehen. In vielen und vielen Inkarnationen hat er seine Kraft, seinen Körper sogar unter sein Leben aus Mitleid anderen gespendet und aufgegeben und ist dann nach und nach zum Buddha oder zum Tathagata, wie er heißt, geworden. In der Welt des Menschen ist das Gute und das Böse ungefähr im Gleichgewicht. Wenn wir jetzt das vergleichen, in diesen Welten hat der Mensch gar keine Möglichkeit, er kann nicht mal Bücher lesen, er trifft nicht auf die Lehre, sagen wir mal so, mit der er sich befreien kann. Er muss da seine Zeit ja absitzen oder erleiden, wie viel Leid er verdient hat. Die kommen gar nicht dazu, weil die keine Zeit haben, die sind mit anderen Sachen beschäftigt. Und der Mensch, weil er Plus und Minus im Gleichgewicht hat, sieht er das Schlechte in dieser Welt. Er sieht das Gute, wo er hingehen könnte, wo er sich hinbewegen könnte. Er trifft vielleicht ja auch, im Buddhismus nennt man es die Lehre, und er trifft auf bestimmte Methodiken und Praktiken, wie man sich evolutionieren könnte. Und er kann hier diesen langsamen Aufstieg beginnen in der menschlichen Welt. Und es kann hier ziemlich effektiv laufen. Deshalb ist die Geburt und die Wiedergeburt als Mensch sehr, sehr kostbar und sehr, sehr wertzuschätzen. Und wenn man diese
menschliche Geburt nicht achtet und dieses Leben einfach vergeudet, indem man es für irgendwelche nichtigen Dinge verbraucht, löst man sich von diesem Segen oder verliert man diesen Segen, der menschlichen Welt zu lieben oder wiedergeboren zu werden. Was man mit nichtigen Dingen sagt, es gibt drei Sachen, die man mit sich nehmen kann. Wenn man von dieser Welt geht, das ist einmal sein Karma, was man ständig mit sich trägt, wie einen Rucksack. Und vor einem Rucksack kann man auch nicht weglaufen, genauso wie vor einem Karma. Man muss das nach und nach abbauen. Man nimmt die Weisheit mit, weil die Seele durch den Aufbau ihrer feinstofflichen Körper hat bestimmte Informationen und Erfahrungen, die sie mitnimmt. Und es heißt, man nimmt noch seine Erfahrung oder die Praxis in Yoga mit sich, in die anderen Leben. Deshalb, wenn Menschen während der Kali-Yuga, die Zeit ist aus der Welt der Sati-Yuga oder des goldenen Zeitalters einfach schrecklich, in der wir leben, und es gibt so viele Begierden und Ablenkungen und andere Möglichkeiten, wie man seine Lebensenergie und sein Leben verprassen könnte, und wenn der Mensch trotz der miesen Umstände in der Kali-Yuga ins Yoga geht und an sich arbeitet und praktiziert, dann heißt es, dass er womöglich oder zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit in den früheren Leben schon mit Yoga konfrontiert wurde und da sich schon entwickelt hat und diesen Weg gegangen ist. Ansonsten hättet ihr euch dafür gar nicht interessiert. Ihr werdet vielleicht dann zu dieser jetzigen Zeit nicht im Seminar, sondern auch vielleicht ganz woanders. Aber das sind nicht jetzt unbedingt das Können, eine Asana auszuüben, was jetzt mit dem Yoga gemeint ist oder mit der Erfahrung, sondern das ist eure geistige Praxis. Ich bin recht der Annahme, weil ich bestimmte Dinge, sagen wir mal so, gesehen habe, dass man das Yoga, wie es heute ist, in Europa gab es ja vielleicht vor 50, vor 100 Jahren gar nicht. Aber dennoch gab es, bevor die Christianisierung so arg eine bestimmte Seite eingeschlagen hat, die anfänglichen Zeiten des Christentums, wo man sich noch sehr nah an dem vedischen Wissen gehalten hat und an dem Naturwissen gehalten hat, bin ich in der Annahme, wie gesagt durch bestimmte Erfahrungen, dass es auch in Europa bestimmte Leute gab, überwiegend Mönche, die in Klöstern sowas wie Yoga praktiziert haben, so diese Betrachtung von bestimmten Kräften oder von bestimmten Energien, diese Verschmelzung mit dem Göttlichen oder die Evolution ihrer eigenen Seele. Also das ist auch in der europäischen Tradition verwurzelt. Es war in Indien und in anderen Teilen der Welt früher auch ganz anders. Also man hat jetzt nicht Hatha-Yoga dazu gesagt und die Asana gab nur eine, in der man sich hingesetzt hat und meditiert hat. Und wenn man von Yoga gesprochen hat, dann war es die geistige Praxis der Meditation und nicht irgendwelche Übungen auf der Matte. Das hat sich jetzt so mit den Menschen mitentwickelt, weil nur die wenigsten Menschen können eine, zwei Stunden lang sitzen. Und früher hat man, beziehungsweise nicht nur früher, sondern auch heute, sperren sich Leute für 3 Jahre zum Beispiel, 3 Monate, 3 Wochen und 3 Tage, 3 Stunden in ein Retreat ein und sitzen dann überwiegend und meditieren. Das ist für den heutigen Menschen mit seiner heutigen Mentalität und Aufbau des Verstandes und der Psyche gar nicht möglich. Zum einen kann das der Körper nicht mitmachen, weil der Körper das einfach nicht aushält, so lange zu sitzen. Zum anderen ist der Geist dafür nicht vorbereitet. Deshalb brauchen wir diese ganz, ganz lange schrittweise Herangehensweise, bis wir das richtige Yoga praktizieren. Das, man spricht ja von 8 Stufen, ne? Genau. Von 8 Stufen, das ist das Raja-Yoga, was Patanjali beschreibt. Also der Weg des Hatha-Yoga ist auch eins. Und das Ziel des Hatha-Yoga ist eigentlich das gleiche Ziel wie vom Raja-Yoga, was Patanjali dann aufgeschrieben hat. Man ist als Praktiker
egal wo es ist, oder Wissenschaftler oder Forscher, man ist immer in einem Fluss sozusagen. Und die Sachen, die man früher angenommen hat oder gewusst hat, durch neue Erkenntnisse verändert man sich und verändert auch seine Sichtweise. In meiner Realität wurde dieses Wort früher so ausgelegt, dass Raja Yoga, das ist das königliche Yoga, also von allen anderen Yoga-Arten und Richtungen ist es das Allerhöchste und das Beste, deshalb das königliche Yoga. Aber mittlerweile legt man das so aus, weil ja Raja das Wort König bedeutet, es ist nicht so, wie man das in Märchen liest oder in Filmen sieht, dass der König auch in Saus und Braus lebt und es ihm ständig gut geht. Ein wirklich wahrer König und ein wirklich wahrer Herrscher seines Landes muss eine bestimmte Aufmerksamkeit oder ein bestimmtes Bewusstsein rund um die Uhr haben, um sein Land zu lenken und um seinen Staat zu lenken und zu kontrollieren. Deshalb heißt es, ist er rund um die Uhr in einem Yoga-Zustand, in einem bestimmten Bewusstseinszustand. Deshalb war das Yoga der Könige, die mit ihrem Bewusstsein das Land, den Staat und vielleicht den ganzen Erdball, weil es gibt in Schriften Hinweise darauf, dass es Könige gab, die über den ganzen Erdball bestimmt haben, zu früheren Kulturen und Zivilisationen. Und das ist eben das königliche Yoga oder das Yoga für Könige, die halt nicht zwei- oder dreimal in der Woche in den Yogasaal gehen oder vor der Arbeit praktizieren, sondern sich ständig in diesem Prozess befinden. Ständig in dieser Evolution befinden und ständig durch diesen Prozess auch wachsen, stärker werden. Also ihre Mentalfelder und ihre intellektuellen Felder nach und nach aufbauen, die ständig aktiv sind. Also hat eins der Auslegungen, die man heute verwendet für diesen Begriff Raja Yoga. Und weil man mit dem Yoga auch sehr viel Negatives machen kann, zum Beispiel ein Mensch, der dämonische Veranlagung hat. Das ist jetzt nichts Schlimmes oder nichts Gutes, sondern es gibt den rechten Weg, sagen wir mal so, und den linken Weg. Es gibt die rechte Hand und die linke Hand. Genauso, wenn man die göttliche Schöpfung aufteilt, gibt es ja auch, haben wir gesagt, Plus und Minus. Es gibt so Gut und Böse in unserer dualen Welt und es gibt die Welt, die wir als dämonisch oder böse bezeichnen und die andere Hälfte gibt es, die wir als göttlich bezeichnen oder als gut bezeichnen, aus unserer Sicht. Jemand anders dreht es vielleicht um, für den ist schwarz-weiß und weiß-schwarz, also in unserer Sicht. Hier, man geht einen bestimmten Weg, in dem man sich entwickelt, wenn man jetzt den göttlichen Weg nimmt. Ein Mensch, der den dunklen Weg für sich also entscheidet, den dunklen Weg zu gehen, auch Dämonen praktizieren Yoga. Also das ist nichts etwas, was aus Indien kommt. Das ist eine kosmische Technik oder kosmische Praxis, die alle Lebewesen, die dazu fähig sind, ausführen, in der Art, dass sie ihr Potenzial steigern, ihr geistiges und seelisches Potenzial steigern. So diese Evolution, was man in einer Meditation dann betreibt, also dieses Yoga ist damit gemeint. Yoga als Kontrolle sich selbst und Yoga als Kontrolle seiner Umgebung vielleicht. Und es gibt auch in den Schriften Nachweise dafür, dass dämonische Wesen, wenn sie alles im Yoga erreichen, was es im Yoga zu erreichen gibt, einfach zu so Weltraumdiktatoren, grob gesagt, werden und alle anderen bezwingen und unter ihrer dann dämonischen Leitung unterdrücken. Um das zu verhindern, gibt es im Yoga das Yama und Niyama, eine bestimmte ethische Normen oder ethische Grundsätze, dass man sich von vorherein in die richtige Richtung zu entwickeln beginnt. Also man beginnt das Raja Yoga oder das Ashtanga bedeutet achtfach oder acht Schritte mit Yama und Niyama. Fünf Yama und fünf Niyama Prinzipien, um sich selbst
dann hinterher mit dem Yoga nicht zu schaden und um anderen Menschen nicht zu schaden. Ein anderes Beispiel ist dafür noch, der Mensch ist abhängig, nennt so mal eine Begierde oder eine Abhängigkeit, egal welche von euch. Nicht von euch selber, sondern die ihr kennt, vielleicht von anderen Menschen. Spielsüchtig, genau. Drogen. Oder drogensüchtig. Um etwas zu vollführen, sagen wir mal so, braucht ja der Mensch eine Energie. Er braucht zum Beispiel bestimmte Lebensenergie, um in die Spielhalle zu gehen. Und er gibt ja dann sein Geld aus. Ein Mensch, der kein Geld hat, der kann nicht spielsüchtig werden. Er hat ja kein Geld. Oder was soll er denn einsetzen? Am Computer kann ich doch auch spielsüchtig werden. Ich muss doch nicht spielen. Okay. Wenn wir jetzt diese so betrachten, genau. Und wir gucken mal, dass der Mensch, der computerspielsüchtig ist, er kann 10 Stunden am Computer sitzen und dann kann er nicht mehr, weil ihm seine Augen zufallen und sie brennen ihm, sie tun ihm weh, er sieht einfach nichts mehr. Er muss eine Pause machen, sich schlafen legen, sich regenerieren. Wenn dieser Mensch Yoga praktiziert, dann schafft er es vielleicht 24 Stunden lang am Computer zu sitzen und kann seine Sucht noch tiefer und noch stärker ausleben. Deshalb diese ethischen Prinzipien. Mit den Drogen ist es genauso. Sobald der Mensch ein kleines Energiepotenzial hat, schüttet er das für Drogen aus und schafft für sich Schaden und Leid und für andere Menschen. Mit Yoga würde er dieses Potenzial steigern und das noch stärker ausleben, seine Sucht. Und sich noch mehr damit schaden, noch mehr Unheil bringen. Deshalb, das ist ja schon die Schutzwirkung von dem eigenen dummen Kopf, sagen wir mal so. Dass wenn dem Menschen das Potenzial ausgeht, der kann dann nichts mehr machen. Und der, sage ich mal, endet das dann sehr, sehr tragisch, seine falsche Lebensweise. Deshalb hat man, oder Patanjali hat diese Normen aufgestellt, beziehungsweise niedergeschrieben. Aufgestellt waren sie schon. Ja. Es gibt ganz viele Menschen, die dann darauf reinfallen, dass sie zum Beispiel ja, spielsüchtig oder sexsüchtig oder so, und dann machen sie Yoga und dann immer ganz heftige Energiepraktiken, also da, so mit Bandras und sowas, und dann haben sie Energie und dann laufen sie los und sind wieder leer. Ansonsten sind sie ausgeschöpft oder erschöpft und können nicht mehr, und mit Yoga generieren sie wieder Energie und laufen wieder ihrer Begierde hinterher. Also das hat den Sinn, dass man Yama und Niyama aufgestellt hat. Und früher, denke ich, war es so, bevor man den Menschen nicht geprüft hat auf sein ethisches Benehmen, dass der Mensch eigentlich normal war im Kopf, hat man ihm tiefen Praktiken auch nicht vermittelt. Natürlich kriegt man schon was mit und von erfahrenen Yoga-Lehrern auch einige Sachen, aber das ist bei weitem noch nicht das, womit man sich ein sehr, sehr großes Potenzial aufsammeln könnte an Energie, weil man sieht dann das Prana einfach aus der Umgebung. So wie zum Beispiel der Tesla den Strom aus der Umgebung oder die Energie aus der Umgebung akkumuliert hat, könnte man durch bestimmte Pranayama und Atemtechniken Energie einfach akkumulieren. Man müsste dann nicht einmal was essen, grob gesagt. Und dann viel Unheil schaffen. Yama und Niyama schaffen dann es so, dass man im Yama bestimmte, ja sogar Praktiken kann man dazu sagen, die man in der Gesellschaft oder in Wechselwirkung mit der Gesellschaft ausübt oder verbessert. Das ist zum Beispiel als erstes Ahimsa, das Nichtzufügen von Schaden allen Lebewesen. Das begründet dann auch, warum man eher zur vegetarischen Lebensweise neigt oder strebt, weil das verstößt gegen das Ahimsa-Prinzip, dass man andere Lebewesen ihr Leben nimmt, um sich zu ernähren. Im Folgenden ist Schaden zufügen auch durch Wort, Taten und Sprache. Also ich kann auch durch Sprache jemanden verletzen, durch Gedanken kann ich jemandem auch Schaden zufügen, indem ich schlecht über jemanden denke. Also das sollte auf allen Ebenen stattfinden. Das Weitere ist dann Satya, also die Aufrichtigkeit oder die Ehrlichkeit, dass man ehrlich ist zu anderen Menschen, sich so nah wie es geht an der Wahrheit hält. Weil sobald man anfängt, Lügen zu erzählen, verzerrt man die Realität. Und ganz besonders um sich herum. Und dann hat der Mensch wie so eine verzehrende Brille auf und dann sieht er alles Schwarze als Weiße und alles Weiße als Schwarze. Dadurch, dass er durch sein Lügen sich seine Realität verzerrt hat. Er ist dann wie von so einem Nebel umfangen. Und so ein Mensch kann dann nie
richtig gut und wahrhaftig die Realität erkennen, die er sich an das Satya-Prinzip nicht hält, also an die Ehrlichkeit nicht hält. Okay, so denke ich, ist verständlich. Habt ihr vielleicht schon Menschen gehört oder gesehen oder erlebt, denen man was Gutes tun wollte oder helfen wollte und sie denken, du fügst ihnen was Schlechtes zu oder Schaden zu oder du willst ihnen was Schlechtes tun? Die eine so verkehrte oder verdrehte Sicht oder Denkweise haben. Also ja, hin und wieder trifft man solche Menschen. Ja, die Kinder denken darüber, dass die Mama will was von mir schon drüber. Ich will das Beste, was sie denken. Ja, das ist bei den Kindern vielleicht noch nicht so ausgeprägt, aber es gibt erwachsene Leute, die von tatsächlich zu gut schlecht sagen und zum Schlechten gut sagen. Also bei denen ist die, das ist der Blick durch dieses Prisma so verzerrt, dass sie sich so ganz schlecht zurecht, die leben in der eigenen Realität oder in ihrer eigenen Fantasie, die wo sie sich durch das Lügen und durch die Unwahrheit aufgebaut haben. Das dritte Prinzip ist Asteya, also das Nicht-Stehlen. Aber das Nicht-Stehlen bedeutet auch das Nicht-Stehlen von anderen Gedanken, Ideen, bestimmten Handlungen auch. Weil wenn mich jemand für etwas lobt, weil es eigentlich er gemacht hat, und ich sage, ja, ich bin so toll und ich bin gut und danke, dass du mich lobst, es ist auch Stehlen. Ich müsste schon sagen, dass diese Tat oder Handlung nicht mir zusteht, sondern jemand anders. Und diese Menschen darauf verweisen, dass jemand anders das gemacht hat und nicht ich. Dann ist als viertes Brahmacharya, also das ist eine bestimmte Keuschheit und Sauberkeit in seinem ganzheitlichen Verhalten. Das hat nicht nur die Wechselbeziehung mit dem Partner oder mit dem gegenüberliegenden Geschlecht zu tun, sondern im Allgemeinen müsste man sich zügeln, sparsam mit seiner Lebensenergie umgehen. Also das bedeutet das Wort Brahmacharya. Für viele war es dann dieses Mönchsgelübde oder ja, Abstinenz, dann vielleicht so auch dazu, dass man sich fernhält von bestimmten Begierden und Leidenschaften. Heißt das Wort Brahmacharya. Aus dem Sinn, weil wenn man seinen Gewohnheiten nachgeht oder Leidenschaften, schafft es auch eine bestimmte Unruhe im Geist. Und das Yoga soll ja eigentlich den Geist beruhigen. Wenn der Verstand eines Menschen ganz unruhig, eines normalen Menschen ganz unruhig ist und die Wellen verwirbelt sind im Verstand, sind die Yoga-Praktiken dazu da, um eine Geradlinigkeit, um das Aufhören dieser Schwingungsfrequenzen, wenn sie auf Null zurückgehen. Warum man dann immer das mit einer verwirbelten Wasseroberfläche und einer Lampe oder einem Mond vergleicht? Weil wenn die See getrübt ist oder viele Wellen sind, dann sieht man die Spiegelung des Mondes nicht, sondern nur viele Lichtfunken. Und so nimmt der Mensch auch seine Realität wahr. Und wenn die Gedanken stillstehen, also warum sagt ja die Yoga Chitta Vritti Nirodha, also Yoga ist das Stoppen der Gehirnfrequenzen. Damit wir dann die Wahrheit erkennen. Und dann, wenn die Sehoberfläche still ist, dann können wir das Abbild des Mondes sehen oder der Lampe sehen. Also dann können wir die nicht die Realität, sondern die Wirklichkeit, genau. Wirklichkeit ist das, was hinter der Realität ist. Und wir leben in dieser Illusion, in dieser Maya, und Realität hat ja auch Etymologie. Re ist Wiederholung, wie Revolution, Reanimation und sowas. Und Al bedeutet alles, also Realität ist die Widerspiegelung oder das Spiegelabbild der Wirklichkeit. Und die sehen wir durch diese Gehirnfluktuation, glaube ich, heißt es auch, durch das, dass das Gehirn Schwingungen erzeugt, der Verstand. Und diese Schwingungen erzeugen wie so ein Nebel oder ein Vorhang, den wir die ganze Zeit betrachten und das als unser Leben wahrnehmen, aber in Wirklichkeit existieren auch andere Realitäten oder dann auch die Wirklichkeit, aus der alles gesteuert und gelenkt wird. Im Groben müsste man das so verstehen, wir als Seelen
sind die Kinder Gottes oder des Schöpfers und er schafft für uns diese Realität wie ein Trainingsraum. Im Indischen oder im Sanskrit nennt man das Maya, die göttliche Illusion. Im Slawischen oder Russischen heißt es Morg. Mor ist wie Mord oder Namort im Englischen bedeutet Tod oder Sterben, Ok heißt die Augen. Also das Tod der Augen oder die Blindheit bedeutet diese Illusion. Und hinter ihr, wieso man in den europäischen Sprachen und Begriffen das Wort Jenseits hat, es gibt ein Diesseits, das wir sehen und wahrnehmen, und es gibt ein Jenseits, was jenseits dieser Realität ist. Und um da durchzudringen, müssen wir mit unserem Verstand arbeiten und ihn zum Stillstand bringen. Das hört sich vielleicht leicht an, vielleicht hört sich das auch als unmöglich an, aber alle Yoga-Techniken und Praktiken sind letztendlich dazu geschaffen, um diesen Stillstand zu erreichen. Dann ist man im Yoga. Das anfängliche Üben auf der Matte bringt ja auch eine Ruhe, haben wir am Anfang davon gesprochen, bringt eine Ruhe in mich hinein oder in jeden Menschen. Das Pranayama beruhigt dann auch, wenn man das übt, diesen Prana-Fluss, diese Prana-Ströme. Und das heißt, wenn das Prana zum Stillstand gebracht wird durch bestimmte Praktiken im feinstofflichen Körper, bewegt sich der Verstand dann auch nicht mehr. Und dann gibt es einen Sprung von einer Realität in die nächste Stufe oder auf den nächsten feinstofflichen Körper, auf den Mentalkörper. Und dann erlebt man die Realität ganz anders. Ansonsten erlebt man die Realität, das ist alles aus dem Yoga Sutra Patanjali, nur mit seinen fünf Sinnen. Oder kennt ihr noch eine Möglichkeit, die Realität zu erkennen? Und sind diese fünf Sinne gegeben, die aber auch nicht vollkommen sind? Weil zum Beispiel Hunde können Töne wahrnehmen, die wir nicht wahrnehmen können. Wir können kein Infrarotlicht sehen, wir können kein Ultraviolettlicht sehen, also ist das Lichtspektrum viel breiter und wir sehen eben nur einen Abschnitt dieses Spektrums. Also sind unsere fünf Sinne, indem sie nicht so ideal sind, nur zum Erkennen von einem bestimmten Spektrum, wenn das die ganze Realität ist, nehmen unsere fünf Sinne nur einen kleinen Abschnitt wahr. Der Verstand ist eigentlich nur dazu da, oder das Gehirn, um diese Signale zu verarbeiten, es ist so wie die Schaltzentrale oder der Auffänger für diese fünf Sinne. Aber wir haben noch andere feinstoffliche Körper, mit denen wir die anderen Aspekte der Realität erkennen können. Und um ein ganzheitliches Bild der Schöpfung zu bekommen, müssten wir dann halt außer unseren fünf Sinnen andere Sinne auch benutzen. Dazu ist Meditation da, dazu ist eben diese Übertragung des Bewusstseins von dem festen Körper auf feinstoffliche Körper. Das sind dann vielleicht so Begriff Seelenreise, sagt euch was, oder wo die Schamanen in das Totenreich hinabsteigen, in ihre innere Seele oder in ihre Seele wandern. Und zu der eigentlichen Seele dazu, da kommen wir morgen drauf, gibt es andere Körper und Hüllen. In russischen Tradition gibt es diese Matrioschka, diese Puppe, die alle kennen. In der Mitte ist die ganz kleine und dann wird es so aufgebaut. Aber Matrioschka hat den Sinnbegriff auch Matrix drinnen. Man hat den Kindern so auf spielerische Art erzählt, dass wir nicht dieser feste Körper sind, dass wir wie ein Zwiebelprinzip aus vielen Körpern bestehen. Und ganz innen drin ist die Jivatma, von der ich am Anfang erzählt habe, die diesen Evolutionsweg geht und die Erfahrungen sammelt, vom Mineralienreich bis in das Reich der Götter. Und diese Jivatma, die baut um sich diese Körper und Hüllen auf, um verschiedene Welten zu erfahren und kennenzulernen. Und der letzte Körper, der feste von allen, ist dann dieser menschliche Körper oder die Form, in der wir tragen. Die Jivatma ist immer gleich und bei allen Menschen gleich. Sogar ist es die Jivatma, sie ist eins. Und diese Teilung in viele Menschen ist eigentlich auch illusorisch. Wenn man in sich hineingeht und durch Meditation Schritt für Schritt sich nach innen verlagert
und mit der Jivatma verschmilzt und das eigene Bewusstsein verschmilzt mit dem Jivatma, dann merkt man, dass alles eins ist und dass alles Gott ist. Und in dem festen Körper denken wir, ich bin hier, der andere sitzt dort, es gibt viele verschiedene Menschen und Hauptsache mir geht es gut, um alle anderen muss ich mich nicht mehr kümmern. Aber im Grunde genommen ist die Jivatma eine für alle. Und in der Bhagavad Gita wird folgendes Sinnbild auch beschrieben, dass Krishna sagt, ich bin ja der Gott oder Schöpfer meinetwegen auch. Und die Menschen sind wie Perlen und ich bin der Faden, auf dem die Perlen aufgereiht sind. Und die Jivatma, die innen drin ist, weil sie ja eins ist, ist ja diese Schnur und die Menschen sind diese Perlen, sagen wir mal so, mit ihren feinstofflichen Körpern. Und je näher der Mensch in sich hineingeht, also Yoga ist auch der Weg in sich selbst, also in die Selbsterkenntnis, desto mehr fühlt er sich mit der Schöpfung verbunden. Und das Gegenteil von diesem Weg ist der Weg zum Egoismus hin und zur Abschottung von allem hin und zum Denken, ich bin etwas Besonderes und alles andere geht mich nichts an. Obwohl man im Grunde mit allem und mit jedem verbunden ist, durch unsere inneren Aspekte des Menschen.